Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. 12 Arten von Lichtarbeitern, die beim Aufstieg der Menschheit helfen. Veröffentlicht auf lifecoachcode.com und ghostica.com. Übersetzt von Taigeta. Um der Menschheit zu dienen, muss man nicht im Rampenlicht auf der Bühne stehen und man muss kein spiritueller Lehrer sein, um einen lichtvollen Einfluss auf andere zu haben. Du kannst ein Undercover-Lichtarbeiter sein, egal wo du dich befindest, in einer ganz normalen Umgebung, bei der Arbeit, in einem Firmenjob, beim Spielen im Mainstream-Bereich der Realität. Wo immer du dich befindest, kannst du den Weg eines Lichtarbeiters gehen. Es werden die Menschen deine Lebendigkeit bemerken, deine Liebe und die Unterstützung, die du anderen gewährst, deinen vorbildlichen Dienst und die positive Einstellung, die du auf natürliche Weise mit anderen teilst. Das ist es, was am Ende wirklich zählt. Es reicht aus, du selbst zu sein und mit deiner Wahrheit in Einklang zu stehen und dass du auf deine innere Führung und deine Intuition vertraust. Das ist es, was positive Veränderungen in anderen anregt. Das ist es, was heilt und das ist es, was das Licht in den Seelen der anderen entzündet. Man kann 12 Arten von Lichtarbeitern unterscheiden, und alle dienen dem gleichen Hauptzweck, nämlich der Menschheit zu dienen. Dieser Dienst kann darin bestehen, die Menschheit zu heilen, die Menschheit zu inspirieren oder die Menschheit zu einer positiven Veränderung zu führen. Nutze deine Intuition, um deine einzigartigen Lichtarbeitergaben zu entdecken. Und ja, du kannst und wirst wahrscheinlich mehr als eine dieser Gaben haben. Erstens, Gitternetzarbeiter und Torwächter. Dies sind Lichtarbeiter, die mit den Gittern auf Gaia arbeiten. Das Netz, an dem sie arbeiten, könnte das Netz sein, das die Herzen aller erwachten Menschen verbindet. Und es könnte auch das tatsächliche Gitternetz auf der Erde sein, das heilige Orte durch Leylinien verbindet. Es könnten auch höher energetische Netze wie das kristalline Netz sein. Die offenen Herzen der erwachten Menschen fungieren als Portale, durch die Licht in diese Welt kommen kann. Die Arbeit als Torwächter, Gatekeeper, ist eine fortgeschrittenere Form der Gitterarbeit, bei der man in einem Team zusammenarbeitet, um interdimensionale Tore zu öffnen, damit höhere Formen von Licht und Liebe hereinströmen können. Während Gitternetzarbeiter Licht durch bereits geöffnete spirituelle Tore einbringen, öffnen die Torwächter Tore, wo es vorher keine gab, oder auch solche, die aufgrund von Stagnation geschlossen waren. Zweitens, göttliche Lichthüter. Dies sind Lichtarbeiter, deren Kernaufgabe oder ein großer Teil ihrer Mission darin besteht, das Licht zu verkörpern. Sie sind hier, um eine höhere Schwingungsfrequenz und lichtvolle Präsenz zu halten, trotz allem, was im Äußeren geschieht. Sie sind die Leuchtturmwärter der Menschheit. In turbulenten Zeiten und chaotischen Geschehnissen konzentrieren sich diese Lichtarbeiter bewusst darauf, das Licht zu verkörpern und es über sich hinaus auszudehnen, um erschwerende Herausforderungen und Dichte zu neutralisieren. Sie heben die Menschheit an und unterstützen uns alle im sich entfaltenden Erwachungsprozess. Viele von ihnen sind Komödianten, Motivationsredner, spirituelle Lehrer, Berühmtheiten oder sogar lokal verankerte Personen, an die man sich gerne anlehnen kann, bei denen man sich wohlfühlt. Drittens, Umwandler, Transmuter.
Sie tauchen in die Negativität ein, um sie zu neutralisieren oder zu transformieren und ins Licht zu entlassen. Dadurch wird die Negativität in die göttliche Neutralität zurückgeführt. Sie wird in die Gegenwart und ins Gleichgewicht gebracht. Transmutoren arbeiten möglicherweise auch im Namen des kollektiven Bewusstseins und der gesamten Menschheit, indem sie vergangenes Karma umwandeln. Es gibt auch viele Lichtarbeiter, die entlang ihrer Ahnenreihen umwandeln. Vielleicht haben sich diese dafür entschieden, in eine Ahnenreihe geboren zu werden, die viel negatives Karma hat, sodass sie ihre gesamte Ahnenreihe schwingungsmäßig anheben und Belastendes freigegeben, aufgelöst, geheilt werden kann, was wiederum der ganzen Menschheit hilft. Viertens, Heiler. Heiler dienen der Menschheit, der Erde, den Tieren, allen Seelen und allen Wesen. Heilung kann so viele verschiedene Formen annehmen. Sie kann geistig, emotional, körperlich oder spirituell sein. Es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen bei der Verwendung dieser Gabe. Die Heiler hören auf die innere Anleitung zu den Modalitäten, Techniken und Möglichkeiten, wie sie mit ihrer Gabe helfen können. Es ist wichtig, dass ein Heiler sich zunächst darauf konzentriert, sich selbst zu heilen, denn dadurch wird die eigene Schwingung erhöht. Er wird sich mit dem Licht anfüllen, das dann hilft, andere zu heilen, sie zu unterstützen, ihnen zu dienen und sie zu lieben und zu leiten. Es ist auch möglich, Fernenergie zur Heilung an jemanden zu schicken. Fünftens, Seher, Hellseher, mediale Menschen. Diese sind Lichtarbeiter, die ihr drittes Auge oder ihre psychische Sehkraft geöffnet haben, um über das Physische hinauszusehen, durch den Schleier der Illusion hindurch. Diese Gabe kann viele Formen annehmen. Sie können Sitzungen oder Dienste anbieten, um andere zu inspirieren, zu stärken und zu helfen und um sie zu leiten in der Suche nach der eigenen Wahrheit und der Wahrheit in der Welt. Sie können sich auch speziell auf Bereiche konzentrieren, in denen ihre Energie für Heilung, Transmutation oder Befreiung dringend erforderlich ist. Dadurch kann ihr Licht, ihre Kraft und ihre Präsenz am besten genutzt werden. Sechstens, göttliche Bauplanhalter. Wir alle haben einen einzigartigen göttlichen Bauplan, eine Vorlage für unser vollständig erwachtes Selbst. Alle Lichtarbeiter haben diese Blaupause, aber die Halter des göttlichen Bauplans stimmen sich am stärksten aktiv darauf ein und holen die Codes für das Erwachen her. Sie sind am besten in der Lage, diese Kodizes so zu übersetzen, dass jeder sie verstehen und sie zur Anhebung des eigenen Bewusstseinsniveaus nutzen kann. Die Träger des göttlichen Bauplans verwenden in ihrer Arbeit die heilige Geometrie und andere heilige Formen der Kommunikation. Sie können buchstäblich in jedem Bereich und in jedem Lebensfeld tätig sein, aber es ist die Art und Weise, wie sie Dinge erschaffen und tun, die von Bedeutung ist. Auf diese Weise kommunizieren sie unbewusst den göttlichen Bauplan. Sie verkörpern selbst diese Codes und senden sie aus durch das kristalline Gitter, das menschliche Herzgitter, durch Dienst oder Liebe in irgendeiner Form. Die Träger des göttlichen Bauplans stimmen sich auf ihr vollständig erwachtes Wesen ein und lassen es ausstrahlen. Dieses Geschenk beinhaltet auch den göttlichen Bauplan für die erwachte Erde und die Menschheit. Siebtens, Träumer. Diese Lichtarbeiter dienen durch ihre Fähigkeit zu träumen, interdimensional reisen zu können, in den Traumraum eintreten zu können. All dies ermöglicht ihnen den Zugang zu alternativen Erfahrungsdimensionen. Die Traumzeit ist real,
Also passe gut auf. Sie lernen, die Symbole ihrer Träume zu verstehen, indem sie ihre Träume aufschreiben und sich die Zeit nehmen, um darüber zu meditieren. Sie denken darüber nach, was die höherdimensionale Manifestation des Traums sein könnte. Wenn jemand zum Beispiel davon träumt, in die Schule zu gehen, könnte das die höherdimensionale Korrelation haben, dass man in der Traumzeit studiert und aufsteigt, dass die Seele neue Fähigkeiten und Gaben erwirbt, die von Nutzen sein können. Die Träumer sind oft Menschen, die man als Psychonauten bezeichnet. Einige werden bestimmte Rituale oder Zusätze verwenden, um sich auf psychedelische Reisen zu begeben und Zugang zu Bereichen und Ideen zu erhalten, die später den menschlichen Geist inspirieren und anheben könnten. Ohne die Träumer gäbe es 90% der Kunst, der Technologie und der Erfindungen nicht, die wir heute in der Welt haben. Achtens, Botschafter, Übermittler. Botschafter erhalten Führung und Botschaften vom Göttlichen, den Engeln, den aufgestiegenen Meistern, den Galaktischen und ihrem höheren Selbst und geben spirituelle Einsichten weiter durch Videos, Bloggen, Lehren oder Schreiben. Was auch immer sie für Hilfsmittel verwenden, die Botschafter geben die geistige Führung und Weisheit, die sie erhalten haben, weiter, um der Menschheit und dem Erweckungsprozess zu dienen. 9. Schöpfer und Verwirklicher im göttlichen Bauplan. Das sind die Lichtarbeiter, die aktiv darin beteiligt sind, mit Licht zu weben, um positive Veränderungen auf der Erde zu manifestieren. Dies könnte in Form von Absicht und Manifestation positiver Zeitlinien geschehen, in Form der Verwirklichung von positiven Ereignissen oder der Schaffung der Blaupause für umfassendere Liebe, größeres Licht oder harmonische Mitgestaltung. Sie tun dies auf verschiedene Weise, zum Beispiel durch Meditation und Visualisierung, begleitet von einer Selbstprüfung. Die Schöpfer manifestieren für das höchste Wohl aller Wesen für Gaia, die Tier- und Pflanzenwelt und für die ganze Menschheit. Aber während sie manifestieren, arbeiten sie gleichzeitig intensiv an ihrem inneren Selbst, um sicherzustellen, dass ihre Manifestationen nicht egoistischer Natur sind, sondern aus ihrem Herzzentrum herauskommen. Die meisten dieser Menschen konzentrieren sich nicht einmal auf die Manifestation selbst, sondern darauf, den Weg zu ebnen, damit das, womit sie in Resonanz treten, zum Wohle aller verwirklicht werden kann. 10. Führer beim Aufstieg. Das sind Menschen, die sich im Aufstieg befinden. Sie betreten höhere Bereiche des Lichts und lernen über den Aufstiegsprozess. Sie zeigen uns, wie wir einige der Fallstricke überwinden und uns auf die Segnungen einstimmen können, damit wir dann auch allen helfen können, die Möglichkeit zum Aufstieg zu nutzen. Einige der Lehren der Aufstiegsführer könnten sogar den regulären Lehren, die den Lichtarbeitern bekannt sind, widersprechen. Das liegt daran, dass sie sich der Wahrheit von einem viel höheren Standpunkt aus nähern und die Fehler sehen, die bei blinder Spiritualität auftauchen könnten. 11. Wegweiser. Wegweiser sind Lichtarbeiter, die einen Weg verfolgen. Sie weisen den Weg. Vielleicht lehren sie nicht bewusst wie die Aufstiegsführer, sondern verkörpern den Aufstiegsprozess, indem sie auf ihrem Weg voranschreiten und ihr Leben in höchster Authentizität leben. Sie stehen für das höchste Wohl aller Wesen ein und leben ein erwachtes und inspiriertes Leben. Diese Menschen sind sich nicht immer bewusst, dass sie der Menschheit in irgendeiner Weise dienen. Alles, was die Wegweiser tun, ist in Resonanz mit ihrer Wahrheit und den Lehren zu leben und sie mit anderen Lichtarbeitern und der Welt zu teilen.
Diese Menschen sind das Herz der Lichtarbeiter. Sie sind es, die andere Lichtarbeiter inspirieren und motivieren. Indem man ihnen zuschaut, wird man an das erinnert, was wirklich zählt. 12. Vereiniger. Diese Lichtarbeiter sehen, wie alles mit allem anderen zusammenhängt. Sie sind wirklich gut darin, Muster zu finden und verschiedene Philosophien zu einer einzigen zusammenzuführen. Sie sind die Übersetzer, die die Lehren anderer Lichtarbeiter, die Wahrheiten und Philosophien der spirituellen Meister sammeln und sie auf eine Weise formen, die für die Menschen wirklich leicht aufzunehmen ist. Vereiniger sind gut darin, die Essenz hinter verschiedenen Meinungen zu erkennen. So können sie Wege finden, um Menschen miteinander zu verbinden. Sie sehen natürlich über die unterschiedlichen Ansichten hinaus und verstehen das Ganze, das die einzelnen Teile enthält. Diese Menschen sind nicht nur zum Übersetzen da, sondern auch, um verschiedene Teams von Lichtarbeitern zusammenzubringen, damit ihre Wirkung viel größer sein kann. Auch wenn du dich vielleicht mit einem der 12 Typen von Lichtarbeitern besonders stark identifizierst, hast du wahrscheinlich doch einige Eigenschaften von anderen Typen auch. Wir alle sind eine individuelle, unterschiedliche Mischung dieser Typen und die einzelnen sekundären Typen, die wir verkörpern, werden die Verwirklichung unseres primären Typs begünstigen und unterstützen. Apropos unterstützen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.